So, ich starte jetzt mit dem zweiten Teil der Predigt, die ich letztes Mal begonnen habe. Und ich möchte erst einmal einige Bibelverse vorlesen, gleichen Inhaltes, aber andere Verse wie letztes Mal. Die stehen in Matthäus 21, also Kapitel 21, Vers 18 bis 22. Da heißt es, als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, Jesus ist gemeint, hungerte ihn. Ging nach Jerusalem rein. Und er sah einen Feigenbaum an dem Weg, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht, und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger das sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Manchmal passiert es, dass, wenn man diese Geschichte liest, dass in unser sagen wir mal, vielleicht mitteleuropäisch geprägtes Herz, nicht die Frage des Glaubens hier einschlägt, sondern war das fair, dass Jesus den Feigenbaum verdorren ließ? Und dann kommen so Gerechtigkeitsfragen, warum das jetzt geschehen ist oder geschehen musste oder auch nicht geschehen war und so weiter. Und im Moment ist dann die Diskussion völlig woanders, wo man sich dann also Gedanken macht, ob das fair war oder nicht. Lassen wir diese Frage mal außer Acht. Ich lade euch alle ein, an Jesus zu glauben, dann können wir im Himmel ihn das mal fragen, ob das jetzt richtig fair war. Sondern es geht um eine andere Sache. Es geht um den Glauben und es geht um die Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern dort zuspricht. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und das ist das Interessante. Und ich möchte euch auch einmal sagen, worauf ich eigentlich jetzt hinaus will in dieser Predigt. Ich möchte euch erst einmal versuchen, soweit es mir möglich ist, davon zu überzeugen, schlichtweg das zu glauben, was Jesus sagt. Das klingt jetzt sehr simpel, aber ist bei so einer Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, schon eine Herausforderung. Also es einfach mal zu glauben. Und zwar auch erstmal nur verstandesmäßig. Das bedeutet, dass wenn ich anfange, so etwas zu glauben, dass ich erstmal meine Fragen und meine Erfahrungen zurückstelle. Ich habe mal zu mir jemand gesagt, du musst deine Vergangenheit irgendwann auch mal beerdigen. Sonst kommst du nicht nach vorne weiter. Sonst hält sie dich fest quasi wie ein Strick aus der Vergangenheit. Und man kommt nicht nach vorne. Es ist ein bisschen so, wie Menschen, die jetzt gerade mal gläubig geworden sind und anfangen in der Bibel zu lesen und sagen, boah, das alles hat Gott für mich bereit. Ist ja unglaublich. Aber wenn man dann schon so länger mit dem Herrn geht und dann so einige Dinge auch erlebt hat, wo das so gar nicht funktioniert hat oder scheinbar nicht funktioniert hat, da kommt dann das berühmte christliche Ja-Aber. Ja-Aber. Ne, irgendwas. Also ich möchte euch versuchen, einmal zu dem Punkt zu bringen, zumindest mit der Großhirnrinde, zu sagen, ja, das glaube ich. Ich glaube ihm einfach. Und ich glaube auch nicht, dass das verfälscht ist oder glaube auch nicht, dass das anders gemeint ist. Ich weiß zwar nicht, wie ich das umsetzen soll oder ob ich das überhaupt umsetzen soll oder kann oder so weiter, aber ich glaube es einfach erstmal. Ich glaube dir, Herr, was du da sagst. Ich möchte euch auch bitten oder versuche euch uns gemeinsam dahin zu kriegen, dass wir nicht auf unser Unvermögen schauen. Das gibt ja so einen inneren Reflex, dass man sagt, ja, aber nicht ich. Ne? Also ja, ich glaube schon, Gott ist ja alles möglich und so weiter. Und dann gucken wir irgendwo nach diesen Hypergeistlichen, die das dann ausführen sollen. Ja, aber nicht ich. Nein,
auch das lasst uns einmal zurückstellen. Denn das ist uns ja klar, dieses Wort redet nicht nur zu irgendwelchen Spezialisten, sondern ganz einfach zu den Nachfolgern Jesu, zu allen. Also da gehört jeder von uns dazu. Also nicht auf unser Unvermögen zu schauen, auch hier mal wegzugucken und uns einfach mal konfrontieren zu lassen mit diesem Wort, was Jesus sagt, dass uns quasi nichts unmöglich ist. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und dann auch noch etwas anderes, was man dir nicht so gerne zugeben macht, vielleicht auch unsere Bequemlichkeit aufgeben. Das ist natürlich auch so ein Ding. Solange uns das gut geht, haben wir nicht das Gefühl, dass wir im Glauben große Dinge vollbringen müssen, denn es geht uns ja gut. Ne? Also so diese armen Leute da in Indien, ja, die müssen schon glauben, ne? Weil das ja bedrohlich, teilweise lebensbedrohlich ist. Oder Christen im Iran oder wo auch immer, das ist ja, die müssen richtig doll glauben. Ne? Denen sagt man das ja auch, glaubt doch mal. Aber uns geht es halt gut, wir leben in einem sehr sicheren Land, gemessen an dem, wie andere Menschen so leben. Wir haben einen enorm hohen Wohlstand, auch gemessen an dem, wie andere leben. Wir klagen zwar auf einem hohen Niveau, aber eigentlich geht es uns gut und so weiter. Und aus so einer sicheren Position hat man eigentlich nicht unbedingt das Bestreben, jetzt irgendwelche Glaubenswagnisse hier zu unternehmen oder Gott darum zu bitten, dass jetzt gerade durch mich oder durch dich irgendwelche Wunder geschehen oder Heilung geschehen oder so. Es geht doch hier alles ganz gut. Das Einzige, was uns dazu motivieren kann, die Bequemlichkeit zu verlassen, ist schlichtweg Jesus selber. Dass wir und jeder von uns begreift, dass wir ja nicht für uns leben, sondern dass wir für ihn leben. Genauso wie er für uns gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und jetzt lebt, so leben wir auch für ihn. Es ist ein gegenseitiges Sich-Zuleben. Und dass sein Auftrag und sein Wunsch nicht ist, dass wir irgendwo in einem Sessel uns bequem niederlassen und sagen, lass die Armut doch den anderen, sondern dass wir sagen, nein, Herr, wir wollen deinen Auftrag ausführen. Und dann, wenn wir überhaupt dieses Denken bekommen, dann merken wir, selbst in unserer Gesellschaft, dass wir oft vor Situationen stehen, wo wir quasi völlig hilflos sind. Vor kurzem besuchte mich eine junge Frau und erzählte unter Tränen, dass ihr Mann sie verlassen will und er hat schon eine andere und so weiter. Und man steht davor und hört sich das an, man kriegt das Elend mit, aber man ist irgendwie hilflos. Eigentlich kann man fast nur sagen, ja, tja, ne, ein bisschen trösten, allein geht es auch, aber so gut geht es auch nicht allein, das weiß ich ja. Also das ist nicht leicht. Wir stehen ein Stück hilflos vor den Situationen. Mitunter stehen wir auch hilflos vor Krankheiten und vor anderen Situationen. Und da hat Jesus schon eine andere Antwort. Und die wollen wir einfach mal rauskriegen für unser Leben. Aber dazu ist es notwendig, dass wir auch ein Stück unsere Bequemlichkeit hinter uns lassen. Denn es gilt auch, sich danach auszustrecken. Nicht einfach nur zu sagen, so Gott, wenn du das willst, dann boah, mach mal irgendwie. Also ich mache schon mal gar nichts, aber wenn du was willst, dann mach mal was. Sondern so läuft das nicht bei Gott. Sondern wenn wir etwas erfahren von ihm, was er mit uns vorhat und was er uns ermöglichen will, dann erwartet Gott andererseits auch von uns, dass wir uns danach ausstrecken. Ich meine, jeder von uns kennt das, wenn du jemand etwas schenkst und der das gleich auf die Seite legt und sagt, ja, danke, ne? Und du merkst, der packt das noch nicht mal aus und du kommst nach 5 Monaten wieder und es steht immer noch unausgepackt da, dann hast du das Gefühl, also ich habe keine Lust mehr, dem was zu schenken. Der will das ja sowieso nicht haben. Wozu soll ich dem was schenken? Und ich glaube, manchmal ist das bei Gott etwas ähnlich. Wenn wir uns nicht danach ausstrecken, auch es haben wollen, was er hat, dann können wir nicht immer damit rechnen, dass das so automatisch dann uns zufällt.
Also worum ich euch bitte ist, gebt einfach dem Wort Gottes einen neuen Raum in eurem Herzen. Als ob ihr ganz am Anfang steht, noch keine Erfahrung habt, sondern einfach lest, was Jesus da sagt und sagt, wow. Wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würde ich sagen, alle sagen mal wow. Ja, gut. Also die etwas amerikanisch geprägten haben es versucht. Ne? Jetzt könnte ich auch noch sagen, sag zu deinem Nachbarn mal wow. Ne? Ja, Sebastian hat das gleich falsch verstanden und hat seinen Dobermann da rausgeholt. Okay. Also gebt dem Wort Gottes Raum. Ich muss sagen, ich bin so ein Typ, wenn immer so Leute kommen und sagen, unmöglich, das ist unmöglich, dann sage ich, geht nicht, gibt's nicht. Ist eigentlich eine Reklame von einem anderen Verein, der jetzt nicht mehr existiert. Aber davon mal abgesehen. Aber ich bin wirklich so ein Typ, ich sage, geht nicht, gibt's nicht. Das ist für mich immer nur so eine, ja, das geht einfach nicht, das geht einfach nicht. Ich weiß noch, wie ich mit einer Glaubensschwester aus dem Ausland hier mal stand. Sie wollte eine Verlängerung ihres Visums haben, weil sie hier noch Sachen zu erledigen hatte und kam aus Südamerika und dann wurde ihr das aber sofort abgelehnt beim Amt. Und da bin ich mit ihr dahin gegangen und da war so eine junge Kollegin, die tut mir eigentlich noch ein bisschen leid, und die sagte, geht nicht. Ne? Ich sage, das glaube ich nicht. Ne? Sie müssen mal ihre negative Haltung ablegen, sagt sie. Ne? Nee, ich sage, ich glaube das nicht. Es geht so einiges, sage ich. Ne? Sie müssen das wollen. Es gibt so gewisse Entscheidungsspielräume. Es geht schon. Ne? Nein, geht nicht. Ne? Geht nicht. Und dann blieb ich einfach dabei. Und irgendwo in dieser Diskussion kam sie plötzlich mit so einem kleinen Punkt. Ach, sage ich, da geht es ja dann doch. Also ich hole jetzt den Amtsleiter, sagt sie. Ne? Und der Amtsleiter kam und siehe da, es ging. Ne? Und ich habe mich dann beim Amtsleiter auch entschuldigt. Ich sagte, ich wollte Ihre Kollegin das jetzt nicht so schwer machen, das tut mir leid. Ne? Aber wir sind hier halt mit einem Anliegen und manchmal gehen Dinge. Ja, sagt er, sagen Sie es nicht so laut, es wird so oft ausgenutzt und so. Ist okay, sage ich. Ne? Aber trotzdem. Und ich stehe bei vielen Dingen auf den Standpunkt, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn Leute gleich von vornherein resignieren, dann kann auch gar nichts zustande kommen. Also wenn ich gleich resigniere, dann packe ich es ja noch nicht mal an. Einige haben auch Angst, enttäuscht zu werden. Aber das ist halt das Risiko. Also wenn man mal Sachen anpackt, jeder Unternehmer weiß das, das kann auch mal in die Hose gehen. Aber macht nichts, dann packst du das Neues an und so weiter. Geht nicht, gibt's nicht. Gerade bei Gott. Stimmt das doch? Ist das wahr? Nichts ist unmöglich. Singen wir immer mit Begeisterung hier. Ne? Aber glauben wir das auch? Nichts ist unmöglich bei Gott. Also gib nicht zu früh auf. So, das war meine Vorrede. Jetzt geht es um diesen Glauben. Und ich möchte es einmal direkt vergleichen. Es geht ja um eine gewisse Gabe, von der Jesus redet, oder eine Autorisierung. Und wir kennen eigentlich im Natürlichen, darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen, dass wir wie selbstverständlich im Laufe unseres Lebens unsere Gaben kennenlernen und dann mit einer ziemlichen Treffsicherheit sagen können, das kann ich, das kann ich. Also wenn ich jetzt frage, könnte jemand hier ins Englische übersetzen oder ins Farsi übersetzen oder eine andere Sprache, dann werden sich bestimmt nicht alle melden, aber einige werden sich melden und sagen, das kann ich, das kann ich. Du kennst deine Begabung. Oder kann jemand mal etwas aufschreiben oder kann jemand mal einen Artikel schreiben, dann sagen einige, nee, das geht gar nicht. Also da setze ich monatelang davor und kriege nur 3 Worte raus. Und andere sagen, kann ich. Ich habe das rausgekriegt und gelernt und ich kann das. Oder kannst du mal ein Fahrrad reparieren, ohne dass man später alle Einzelteile zusammensammelt. Da bei einigen sagen, nee, das liegt mir nicht oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und andere sagen, das kann ich. Oder hier am Klavier einspringen, kann auch nicht jeder gleich spontan. Einige brauchen eine Liste eine Woche vorher, aber andere können das einfach. Das sind Begabungen und die haben wir uns ja nicht selbst gegeben. Wir haben sie vielleicht trainiert, aber nicht jeder bekommt
kann durch Training plötzlich, sagen wir mal, einen Computer reparieren oder ein tolles Klavierstück spielen oder so, sondern zugrunde liegt immer unsere Begabung. Wer das kann, wer eine musikalische Begabung hat und auch ein bisschen technische Begabung, der kriegt das irgendwo hin. Und bei wem es nicht gegeben ist, das ist keine Schande. Der kann das halt nicht, der kann dann etwas anderes. Ne? Zum Beispiel organisieren. Kannst du mal was organisieren? Ich kann euch theoretisch genau sagen, wie man organisieren muss. Allerdings, wenn ihr mich als Organisator anstellen würdet, müsstet ihr viel Aufräumarbeit leisten. Das funktioniert nicht so gut. Der eine kann das, der andere kann das. Und das wissen wir im Natürlichen. Und jetzt möchte ich einfach mal, dass wir diesen Transfer schaffen, dass Gott uns in eine geistliche Situation hineinführt, in der wir auch sagen können, das kann ich, das hat Gott mir gegeben. Im Grunde genommen ist es doch auch so, auch deine natürliche Gabe hat Gott dir doch gegeben. Also niemand hat sich Musikalität erworben im Laufe seines Lebens. Er hat sie vielleicht trainiert, dass man es hören kann und nicht nur schlummert in einem. Aber niemand hat sie sich erworben. Das ist uns in die Wiege gelegt. Einige Leute sind sprachbegabt. Ich bin sprachunbegabt. Meine Zensur in Englisch war meistens eine 6. Ne, ich habe ja so einen gewissen Humor und sagte immer, im Herbstzeugnis war das früher. Heute liegen die Zeugnisse ja anders, diese Zwischenzeugnisse. Früher war es das Herbstzeugnis, was ein Zwischenzeugnis war. Und ich habe dann immer gesagt, wenn ich da eine 6 hatte, ich muss unbedingt auf 5 kommen in Englisch. Haben mich die Leute also merkwürdig angeguckt. Ich habe es dann auch irgendwo geschafft, aber ich habe tatsächlich mein Abitur mit 5 in Englisch gemacht. Besser ging es nicht. Und meine Mutter hat sehr geholfen. Sie kam immer und hat sich schön angezogen und hat mit meinem Englischlehrer geredet. Er hatte dann ein gewisses Erbarmen. Aber das liegt mir einfach nicht. Meine Kinder gucken englische Filme und wenn Papa kommt, muss auf Deutsch geguckt werden. Sonst schläft Papa noch schneller ein. Also ich schlafe auch auf Deutsch ein, aber davon mal abgesehen. Dann gibt es Leute, die haben ein wahnsinniges Namensgedächtnis. Ich kenne Schulleiter, die kennen erstmal alle ihre Schüler und dann kennen sie noch die ganzen Schüler die ehemaligen. Die erkennen sie sogar wieder. Ne? Und ich stehe hier manchmal oben und jemand, der schon 30 Jahre in die Gemeinde geht, ich möchte sagen, ist das jetzt Inge oder Ingrid oder Ingeborg oder, ach, du liebe Güte, nein, das ist Maria. Also eigentlich müsste ich immer jemand neben mir stehen haben mit so einem Namensgedächtnis, aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich mal nachfrage und ihr denkt, kennt er mich denn gar nicht? Ich kenne deine Lebensgeschichte, die behalte ich recht gut, aber nicht deinen Namen. Das ist ganz komisch, anscheinend ein anderer Teil im Gehirn. Also es gibt gewisse Dinge, die kann man einfach und gewisse Dinge, die kann man nicht und das wissen wir auch, davon wissen wir. Und alles, was ich einfach sagen möchte, ist, genau so ist es im Geistlichen. Dass Gott uns zu einem Punkt führen möchte, dass wir nicht immer so ängstlich davorstehen, sondern dass wir einfach sagen, das kann ich, weil Gott mir das gegeben hat. Das gilt ja auch für eine Autorisierung. Eine Autorisierung, das ist quasi eine Art Begabung, die jetzt ganz plötzlich geschieht. Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel autorisiere, für die Gemeinde etwas einzukaufen, dann hat er diese Fähigkeit plötzlich, ganz plötzlich durch die Autorisierung. Aber dann gehst du in den Laden hinein und sagst, ich kaufe jetzt für Christuszentrum Arche das und das und du musst auch nicht daran zweifeln, ob wir das nun wirklich auch dann dich autorisiert haben oder ob du das alles selber bezahlen musst nachher. Das ist einfach klar und das weiß man auch. Diejenigen, die autorisiert sind, die wissen das auch. Die wissen das so gut, dass sie ihr eigenes Geld ausgeben und wissen, dass sie das zurückbekommen. Und andere, die das nicht haben, die wissen das auch. Also ihr könnt jetzt nicht einfach in Hotel Atlantik, nach Hotel Atlantik gehen und da ein teures Essen bestellen und hier plötzlich ankommen bei Christine und sagen, zahlen wir mal die Rechnung. Das geht nicht. Wenn keine Autorisierung vorliegt, dann funktioniert das nicht. Versteht ihr? Aber man weiß, ob man autorisiert ist oder nicht.
So bewegen wir uns im Natürlichen. Und das Einzige, was ich sagen möchte, ist, genau so funktioniert es im Geistlichen. Übrigens, eine Autorisierung ist ja ähnlich wie eine Gabe. Ich kann bestimmen, was geschehen soll, wenn ich autorisiert bin. Es ist nicht so, dass ich jetzt quasi nur 1:1 Handlanger bin, sondern eine Autorisierung bedeutet ja, dass man der Person auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit gibt, das, was ursprünglich angedacht ist, auch auszufüllen mit dieser Autorisierung. Und sie wirkt ähnlich wie eine Gabe. Plötzlich kann man etwas. Ich habe euch erzählt, dass ich 7 Jahre lang Vorsitzender in einer Alkoholikerrehabilitation war. Und da war ich alleine zeichnungsberechtigt. Da habe ich dann auch Häuser gekauft oder verkauft. Natürlich nicht nach meinem Lust und Liebe, sondern das war schon ein Beschluss. Also nicht, dass ihr denkt, er geht jetzt umher und kauft hier Häuser. Aber das konnte ich plötzlich. Und wenn ich da auftrat in der Bank oder vor dem Vorbesitzer, dann musste niemand dabei sein. Dann sage ich, alles klar, und dann habe ich es unterschrieben. Und dann dachte ich, wow, das ist schon eine tolle Sache. Du unterschreibst hier, ne? Mal eben 500.000 D-Mark war es damals noch. Das ist schon Hammer, ne? Privat würdest du das nie machen. Aber so funktioniert das mit einer Autorisierung. Und im gewissen Sinne, wenn wir das jetzt mal rückwärts denken, auch unsere natürlichen Gaben sind ja eigentlich eine Autorisierung. Also die Gaben sind uns ja von Gott gegeben worden, auch zu einem bestimmten Zweck, dass wir sie ausfüllen. Auch unsere natürlichen Gaben ist eine Autorisierung von Gott, die uns in die Wiege gelegt ist. Deswegen haben wir uns so daran gewöhnt. Wir haben uns zum Beispiel daran gewöhnt, dass wir Autorität über bestimmte Tiere haben, also schon Kinder, ne? Wenn da ein Hund im Haus ist, die wissen ganz genau oder kriegen ganz schnell raus, dass der Hund nicht die Autorität über sie hat, das ist vielleicht, wenn er zu groß ist und das Kind zu klein und sie zieht sie dann weg, das mag dann sein, aber normalerweise lernen die ganz schnell, ihm zu sagen, sitz und mach und hier und da und so, also lernen ganz schnell, dass sie Autorität über dieses Tier haben, weil es uns so in die Wiege gelegt worden ist. Das findet alles im natürlichen Rahmen statt. Die entscheidende Frage ist, glaube ich das, was Jesus jetzt sagt, im Geistlichen? Und was Jesus sagt, ihr Lieben, da kommt ja plötzlich Himmel und Erde zusammen. Und das ist immer auch ein Problem, manchmal auch für theologisch denkende Menschen, weil theologisch denkende Menschen haben manchmal den Zug, dass sie sagen, Erde ist Erde und Himmel ist Himmel. Und die beiden sind irgendwo getrennt. Und wenn ich in die Kirche gehe, dann befriedige ich quasi mein spirituelles Bedürfnis. Das heißt, ich versuche mich da irgendwie mit dem Himmel in Verbindung zu setzen. Und ansonsten, wenn ich wieder rausgehe, dann ist das Leben halt, wie es ist. Aber was Jesus jetzt sagt, ist ja, dass er uns quasi Autorität gibt, dass das, was nur vom Himmel aus möglich ist, auf der Erde plötzlich möglich wird. Eigentlich ist es genau das, was wir immer im Vaterunser beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Also, dass plötzlich ein Transfer da ist zwischen Himmel und Erde. Und dass im gewissen Sinne der Himmel ein Stück auf der Erde stattfindet. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das, was im Himmel geschieht, soll plötzlich auch auf der Erde geschehen. Und Jesus hat einmal gesagt, seht mal die Wunder, die ich getan habe. Daran erkennt man doch, dass das Himmelreich wirklich nahe gekommen ist. Also, dass plötzlich Dinge, die von Gott her, der ja alles kann, beschlossen oder sind oder geschehen, dass sie plötzlich sich in unser konkretes Leben hineinbegeben. Ich erinnere mich noch, wie wir in großen Finanzkrisen waren. Das war, waren viele, viele Jahre, wo Gott wirklich viele Wunder getan hat, wie auch plötzlich Finanzen in die Gemeinde gekommen sind. Wir wären sonst schon lange bankrott gegangen. Aber Gott hat wirklich durchgeholfen durch viele, viele Situationen. Und ich erinnere mich, wie ich mit einem evangelischen Pastor mal darüber sprach,
Und der sagte plötzlich, und das fand ich ganz enorm, da sagte Herr Mommsen, da haben Sie ja mal wirklich was Konkretes. Da haben Sie ja was zum Anfassen. Und ich wusste genau sofort, was er meinte. Es gibt so eine Art, wo man so gefühlsmäßig etwas hat. Ich habe gebetet und habe mich besser gefühlt. Das ist auch schön, das wünsche ich jedem. Ne? Aber wenn man betet und wirklich etwas passiert, dass sich wirklich etwas ändert, dass wie durch wundersame Hand plötzlich Finanzen in die Gemeinde kommen, die man nie erwartet hätte, dass wie durch wundersame Hand plötzlich Menschen innerlich oder äußerlich geheilt werden oder irgendetwas ganz konkret hier passiert, das, darum geht es. Genau davon redet Jesus. Genau das meint er. Er sagt nicht, habt Glauben, dass ihr ein gutes Gefühl habt beim Beten. Das wünsche ich uns auch allen. Sondern er sagt, habt Glauben, dass das, worum ihr betet, wirklich geschieht. Und hier begegnet der Himmel und Erde, sich Himmel und Erde, und hier kommen natürlich auch die Fragen auf. Und natürlich ist dann, sagen wir mal, kommen dann solche Fragen auf, ja, das haben schon viele behauptet, und guck dir doch mal an, was passiert ist. Und an dieser Stelle möchte ich uns einfach gemeinsam bitten, vergiss das alles mal. Vergiss das alles mal. Es mag viele gegeben haben, die Dinge behauptet haben, die nie geschehen sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Jesus uns etwas Falsches in unsere Agenda schreibt. Versteht ihr? Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Menschen Gott ausnutzen und Gott instrumentalisieren, ihr Lieben, das ist durch die ganze Kirchengeschichte in fürchterlichster Weise passiert. Wenn man mit Leuten über den Glauben reden will, dann geht es sofort auf die Kirche und Kirchengeschichte. Und da ist wirklich extremst viel schiefgelaufen. Also davon können wir alle ein Lied singen. Aber das heißt doch nicht, dass Gott selber nicht glaubwürdig ist. Und das heißt doch auch nicht, dass Jesus nicht glaubwürdig ist. Sondern was da schiefgelaufen ist, ist, dass die Kirchen und die Verantwortlichen genau gegensätzlich zu dem, was Jesus sagt, gehandelt haben. Die haben Hierarchien aufgebaut, die haben Druck aufgebaut, um Menschen quasi gläubig zu machen, um sich selbst zu bereichern und so. Das ist alles etwas, was Jesus nie gesagt hat. Im Gegenteil. Und so weiter. Also da muss man wirklich mal unterscheiden. Unsere Erfahrung, auch in unserem freikirchlichen Raum und so, da gibt es auch viel, sagen wir mal, viel Rauch und wenig Feuer manchmal. Das passiert alles, aber das müssen wir irgendwann mal vergessen. Sonst kommen wir nicht weiter. Sondern einfach sagen, Jesus, du sagst das, Herr. Und das will ich jetzt glauben. Nicht Prediger so und so oder Bischof so und so, auch nicht Papst so und so, sondern du sagst das. Und weil ich dir vertraue, Jesus, will ich das jetzt glauben? Nur darum geht es. Und das geschieht erstmal im Verstand. Das wird unsere Emotion noch nicht so schnell erreichen. Das geschieht erstmal im Verstand. Ich habe letztes Mal ein Beispiel genannt, was für eine Wirkung auch Glaube, dieses Nichtzweifeln hat. Wir kennen das auch aus dem Natürlichen. Wisst ihr, oft wenn Sportler interviewt werden, dann sagen die, man muss an sich selbst glauben. Und früher hatte ich immer so ein dummes Gefühl dabei. Ne? Nein, man muss an Jesus glauben, ne? Und wir wollen doch alle demütig bleiben und so weiter, doch nicht uns selbst erhöhen. Aber was die Leute meinen, das habe ich inzwischen rausgekriegt, ist was ganz anderes. Man muss einfach an sich selbst in dem Sinne glauben, dass ich das kann, was ich da jetzt tue. Wenn ich ständig daran zweifle, also wenn da eine normale Fußballmannschaft gegen Bayern München antritt und die Leute also zittern schon, bevor sie überhaupt den ersten Ball geschossen haben, wie sollen da Tore entstehen? Vielleicht durch so einen Zitterball, ja, das könnte so zufällig mal entstehen. Also man muss schon von dem überzeugt sein, dieses Yes, we can, ne? dass es möglich ist. Und Gott hat uns schon im Natürlichen ganz, ganz viele Dinge gegeben, die Dinge möglich machen. Und dem muss man auch vertrauen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich wollte nur einfach mal zeigen, wenn dieses simple Selbstvertrauen nicht funktioniert, dann kriegen wir oft Dinge nicht gebacken.
Und das ist auch bei Menschen, die es schwer haben, irgendwo mal was zustande zu kriegen, ist es oft auch ein ganz großes Defizit an schlichtem Selbstvertrauen. Die wissen gar nicht, was sie haben. Also im Natürlichen würde ich sagen, guck mal, was du hast. Und glaub auch daran, das hat Gott dir gegeben. Aber im Geistlichen sage ich, jetzt schau doch auch mal, was Gott dir gibt und was Gott uns zuspricht in Jesus Christus. Und das glaub jetzt auch. Und da kannst du jetzt nicht an dich glauben, sondern da musst du an ihn glauben. Denn er spricht es dir jetzt zu. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter darauf eingehen. Erst einmal, diese Glaubensherausforderungen kennen wir ja über Jahre. Es entstehen immer neue Bewegungen, neue Prediger und oft wird immer wieder über den Glauben gesprochen, weil das natürlich eine Herausforderung ist, wenn wir lesen, was in der Bibel geschieht, was Jesus getan hat, was die Apostel getan haben, was durch die Gemeinden geschehen ist und wir vergleichen das so mit uns, dann merken wir immer, da ist Luft nach oben. Da hat Gott bestimmt noch mehr für uns. Und dann kommt immer diese große Frage, ja, wie kommen wir da ran? Und da entstehen manchmal so Gedanken, die uns nicht weiterbringen. Zum Beispiel, Glaube ist kein System. Du kannst nicht mit einer Checkliste Glauben lernen. Das wurde oft versucht. Oft wurde versucht, sich quasi zum Glauben zu überlisten. Ne? Indem man zum Beispiel immer ausspricht, was man glaubt. Also ich finde es schon gut, wenn man ausspricht, was man glaubt, aber das wurde richtig zu so einem Prinzip. Also was du aussagst, wurde gesagt, das geschieht. Das ist eigentlich eher eine esoterische Weisheit oder ich weiß gar nicht, ob es eine Weisheit ist, aber dass Leute glauben, was du aussprichst, das geschieht. Und ich erinnere noch, wie ich eine Pastorin mal getroffen habe und ich sagte, ich habe solche Kopfschmerzen und sagt sie, sag das nicht. Dann hast du sie. Ich sage, ich habe sie jetzt schon. Ne? Also das ist so ein Systemdenken. Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Und das kann richtig krankhaft werden. Dass man also Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Wir nennen das im Sprichwort den Teufel an die Wand malen. Ne? Also als wir zurückgeflogen sind von London mit unseren Jugendlichen, da war ja gleich eine Diskussion, da wussten sie, einige hatten so ein bisschen Flugangst und vorne fingen sie gleich an zu diskutieren, was ist am besten, wenn ein Flugzeug über Land oder über Wasser abstürzt? Das war so plötzlich das Thema. Ne? Und einige wollten das gar nicht hören. Ne? Und du sitzt dann im Flugzeug und mal den Teufel bloß nicht an die Wand. Rede gar nicht davon. Am Ende stürzt es ab. Ihr Lieben, das ist Quatsch. Das ist Aberglaube. Ne? Aber das ist auch in christlichen Kreisen entstanden. Sprich es bloß nicht aus, sondern sprich immer nur dein positives Bekenntnis aus. Also wenn du schwer krank bist und willst gesund werden, dann musst du immer sagen, ich bin gesund. Ich bin gesund, ich bin gesund. Ne? Ne? Und dann merken Leute, dass es nicht so ganz ist und dann frage ich, wie geht es dir? Und dann sagen sie nicht mehr gut, sondern im Herrn geht es mir gut, sagten sie. Das heißt, es geht dir miserabel, aber du versuchst es irgendwie positiv auszudrücken. Also das ist nicht das, was Glaube ist. Glaube ist viel, viel einfacher. Glaube ist also nicht, wie du aussprichst, so wird es, oder immer auf einen Impuls Gottes warten, auf diesen Kairos, wie es im Griechischen heißt, also dieses direkte Reden Gottes. Willst du jetzt die Person heilen oder soll sie sterben? Komm mal, Kairos, heilen oder sterben? Heilen oder sterben? Sterben. Nee, das will ich lieber nicht sagen. Herr, was willst du jetzt? Heilen oder sterben? Herr, heilen. Ach, das klingt schon besser. Nee, vielleicht doch sterben. Und dann sind wir so hin und her und warten immer so auf einen Impuls. Und alles das hat mit der Autorisierung überhaupt nichts zu tun. Das hat auch mit Glauben gar nicht viel zu tun. Natürlich kriegen wir Impulse Gottes. Aber manchmal, und das, was Jesus sagt, geht eigentlich noch viel tiefer. Jesus sagt nicht, worum ihr bittet, wenn ihr den Impuls bekommt, dann wird es euch werden, sondern worum ihr bittet, wird euch werden. Einfach wie eine Art Generalvorsatz.
Vollmacht. Das sind alles so Gedankenwege, wie man den Glauben ein Stück überlisten kann. Das Neueste, was ich gehört habe, ist das Spiegeln von Gottes Handeln, Mirroring oder wie das heißt auf Englisch. Also, dass man quasi nach dem Satz, was Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und das versucht man dann so ganz direkt anzuwenden. Was sehe ich jetzt gerade Gott tun? Ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Ich glaube nicht, dass er ständig immer gucken musste, sondern er ist oft sehr souverän aufgetreten. Und jemand kam zu ihm und sagte, wenn du mich heilen willst, dann bitte heil mich. Und Jesus sagt einfach, ich will. Er ist nicht erst in der Ecke gegangen, hat gesagt, ich muss erst mal gucken, ob Gott das überhaupt will, sondern ich will, weil wir nämlich einen guten Gott haben. Und wenn wir Gott widerspiegeln, dann können wir ruhig mal seine Güte widerspiegeln. Gott ist gut und barmherzig. Also das sind alles so Dinge, die bringen uns am Ende nicht weiter. Es ist auch nicht wichtig, ist auch eine interessante Sache, die so in irgendwelchen Kreisen so durchging, es ist auch nicht wichtig, ob ich im Namen Jesu etwas befehle oder ob ich um etwas bitte. Für einige, das ist auch so eine Theorie, du musst das befehlen, du darfst gar nicht erst bitten, das klingt schon so ungläubig, lieber Herr Jesus, mach doch, ne? Du musst befehlen, Krankheit weiche, Tote stehe auf, Dämonen gehe hinaus oder so, also immer so im Befehlston, einige haben sich das so eigen gemacht und du darfst also nicht darum bitten, Herr Jesus, mach den Menschen doch gesund und so weiter. Auch das stimmt nicht, denn jetzt lesen wir mal ganz genau, was Jesus sagt. Er sagte ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein die Taten wie mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, das ist jetzt ein Befehl, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und dann sagt er danach, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es empfangen. Er nimmt zwei Dinge, er nimmt einen Befehl und er nimmt eine Bitte und er stellt sie quasi auf eine Ebene. Ob ich jetzt darum bitte, dass Gott es tut, oder ob ich es befehle, anscheinend legt Jesus gar nicht Wert auf die Form, sondern er legt eigentlich nur Wert darauf, ob wir ihm vertrauen. Ob wir ihm vertrauen, dass er, und ob du ihm vertraust, dass er dich ausgesucht hat, etwas zu tun, was du natürlicherweise nicht kannst. Und das ist mit das stärkste Erleben auch, was wir haben können. Dass Gott uns etwas anvertraut, was wir natürlicherweise nicht können. Es geht auch manchmal hin und her in unseren Köpfen, zum Beispiel Wunder. Ah, das wäre ja schön, wenn wir Wunder tun könnten. Wir bräuchten überhaupt nicht so kompliziert auf die Straße gehen und so. Wir würden einfach ein paar große Wunder tun und er würde ganz Elmshorn glauben. Aber so ist das nicht. Jesus hat große Wunder getan, das haben bei weitem nicht alle geglaubt. Wunder sind nicht dazu da, damit andere glauben, sondern Wunder zeigen nur die Charaktereigenschaft Gottes. Unsere Botschaft ist, Gott liebt uns. Ist es so? Und wenn Gott uns liebt, dann kümmert er sich auch um uns. Und dann geschehen halt Wunder. Dann kümmert er sich um den einen oder den anderen in seiner Not. Und manchmal tut er auch Dinge, die uns dann verblüffen, wie halt mit diesem Feigenbaum. Aber auch das hat Jesus nicht quasi in einer spektakulären Aktion gemacht, wo er das ZDF und ARD zusammen eingeladen hat mit RTL und Sat.1, dass sie alle mal gucken, schaut hin, ich sage jetzt zu diesem Feigenbaum, ne, und dann der Feigenbaum, nicht dem Feig, ja okay, und dann passiert es, sondern das geschah so nebenbei mit den Seinen, einfach so. Wunder sind die konsequente Bestätigung, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Und nun möchte ich uns mal einen Zugang zu verschaffen zu diesem Glauben. Erst einmal, wenn wir anfangen, so Jesus zu vertrauen, dann müssen wir uns entscheiden. Der Glaube schaut nicht auf das Ergebnis. Weil wenn er es auf das Ergebnis schaut, schaut er nicht mehr auf Jesus. Mal ganz einfach. Also wenn ich quasi immer sage, ich glaube jetzt, mal sehen, ob es passiert,
ich glaube jetzt, mal sehen, ob es passiert, dann wende ich mich immer dahin. Und wenn es dann noch nicht passiert ist, dann führt es gleich zu einer gewissen Erschütterung in meinem Glauben. Oder ich denke, ich glaube vielleicht noch nicht genug und so weiter. Sondern der Glaube schaut wirklich auf Jesus und sagt, ich glaube dir. Ich glaube dir. Ich weiß nicht, wie du es erfüllst. Noch keine Ahnung. Aber ich glaube dir. Ich glaube es dir einfach. Und wir bleiben mit diesem Blick auf Jesus. Und wenn es geschieht, wird es uns gar nicht so, wird schon, ist natürlich schon toll, aber es wird uns gar nicht so vom Hocker reißen, weil es aus der Verbindung mit Christus geschieht. Also wir schauen nicht auf das, was geschehen soll, sondern wir schauen auf den, der es uns ermöglicht hat, der uns autorisiert. Und dann möchte ich mal ganz praktisch etwas sagen. Fang bei dir selber an. Es kommen Leute und sagen, also ich glaube, ich habe die Gabe der Heilung. Wann darf ich hier im Heilungsteam mitbeten? Und es ist noch ganz gar nicht klar, ob das so ist. Und dann sage ich, du, bete doch mal für dich selbst. Also Gaben kriegen wir eigentlich im Laufe der Zeit raus, indem wir sie im ganz natürlichen Umfeld erstmal anfangen zu praktizieren. Wenn du glaubst, dass du musikalisch bist, mietest du nicht gleich die Semperoper, um dort aufzutreten in Dresden, sondern du fängst einfach mal an, ein Instrument zu lernen oder zu singen und so weiter. Wenn du glaubst, dass du singen kannst, dann nimm dich mal auf und hör es dir an. Und dann merkst du, ob du es kannst oder nicht. Zumindest einige merken das. Nicht alle. Und wenn du glaubst, dass du einen Computer reparieren kannst, dann fang mal mit deinem eigenen an. Das ist sehr ratsam. Und dann merkst du ja, ob er danach noch läuft oder nicht. Und ob er besser läuft oder überhaupt nicht mehr läuft. Also fang bei dir selber an. Machen wir uns das jetzt gar nicht so schwer. Fang einfach bei dir selber an. Wenn jemand sagt, ich glaube, dass Gott mir die Gabe der Prophetie gegeben hat, dass er mir etwas eingibt vom Himmel her, was ein Mensch nicht sehen kann, was nur Gott weiß, dann probier es bei dir selber aus. Bitte Gott einfach darum, dass er dir Dinge sagt, die geschehen sollen, dann schreib sie dir auf, erzähl sie niemand und warte, ob es geschieht. Und wenn sich das dann immer wiederholt und du merkst, ich bekomme von Gott Eindrücke und die bewahrheiten sich wirklich, dann bekommst du allmählich Mut, das vielleicht im Hauskreis mal zu sagen und später in der Gemeinde. Und so entfacht sich quasi eine Gabe und bestätigt sich eine Gabe. Aber da muss man sich nicht gleich nach vorne stellen und sagen, ich glaube, ich habe die Gabe der Prophetie und dann sagt man so irgendwas, sondern man erprobt es und bleibt dabei auch ein Stück wahrhaftig, indem ich einfach abwarte, was geschieht. Oder wenn ich glaube, die Gabe der Heilung zu haben, dass Gott mich autorisiert hat zu heilen, das ist ja eigentlich eine der zentralen Gaben, die Jesus auch an seine Jünger gibt, dann fangen wir einfach mal bei uns selber an. Das ist etwas, was Gott mir persönlich wirklich gezeigt hat. Dass wir nicht gleich den großen Auftritt und die große Bühne dafür brauchen, sondern einfach mal anfangen. Du hast Schmerzen, dann bete mal dafür. Mir ist mal eine völlig verrückte Sache passiert, bis zum heutigen Tag. Die kann ich auch theologisch nicht erklären. Ich erzähle sie euch trotzdem. Ich habe mal bei Smith Wigglesworth gelesen, dass jemand Knieprobleme hatte. Und der hatte immer so Schmerzen im Knie. Und da hat er seine Hand aufs Knie gelegt und da hat er gesagt, Teufel, komm raus. Und ab da hatte er keine Schmerzen mehr. Das habe ich so gelesen und da fiel mir ein, ich habe auch ein Problem. Oder ich hatte ein Problem, ich habe nämlich ungefähr jedes Jahr einen Zahn verloren, weil ich immer Wurzelentzündungen hatte, also erstmal Wurzelbehandlung, zweimal ohne Narkose, das vergisst man nicht, ich weiß gar nicht, an welcher Decke ich gehangen habe da, aber dann nach Wurzelresektion und dann nach Zahn gezogen und so. Und wenn ihr mein Röntgenbild seht, dann denkt ihr, der arme Pastor. Eine Frau sagte mal, der Pastor Mommsen hat so schöne Zähne. Ich verrate euch mal, alles falsch. Alles unecht. Ne? Aber egal.
Und ich hatte das jedes Jahr und ich dachte, wie soll das werden? Bin ich hier mit 35 Jahren mit der Vollprothese, ist auch nicht so schön. Wo läuft das drauf hinaus? Und da habe ich das gelesen. Und dann habe ich einfach mal, ich habe mich nicht getraut, das irgendwo öffentlich zu machen. Ich habe irgendwo mich in so ein stilles Kämmerlein verzogen und habe, ich kam mir selber völlig verrückt vor, habe einfach die Hand auf den Kiefer gelegt und gesagt, Teufel, komm raus. Aber seitdem habe ich keine Entzündung mehr. Seitdem ist es wirklich, ja, ich kann es nicht erklären, aber ihr Lieben, auch für Verrücktitäten hat Gott manchmal in seinem Himmel Platz. Ich weiß nicht warum, praktiziere es nicht gleich mit anderen, sondern probiere es einfach aus. Mach auch nicht eine Theorie daraus. Ne, ich habe es zwar erzählt, aber ich würde es nie verkündigen, weil es, sagen wir mal, für mich nicht richtig erklärbar ist. Aber irgendwie hat es sich mit Glauben verbunden. Ich habe Gott vertraut und ich glaube, manchmal im Himmel ist das so, dass Leute beten und der Himmel gerät in ein schallendes Gelächter, weil die keine Ahnung haben, für was sie da eigentlich beten und wie sie ihre Sachen alle analysieren. Ne? Aber Gott sagt, kommt, es ist mein Kind. Nimm hin, sei gesund. Ja. Also wir müssen auch nicht unsere Analysen so hochhalten. Ne? Es gibt dann Leute, die sagen immer, jede Krankheit ist, weil ein Bein länger als das andere ist. Ne? Und so weiter. Das bringt uns nicht weiter, sondern einfach, Herr, ich vertraue dir und mach es einfach so im privaten Bereich. Und dann wächst dein Zutrauen zu dem, dass Gott dich wirklich autorisiert hat. Du, der du dachtest, ich bin nur ein kleines Lichtlein hier im Reich Gottes, merkst plötzlich, Gott kann plötzlich durch kleine Lichter Großes tun. Glaubst du das? Nichts ist euch unmöglich. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns herausforderst, wirklich auf dein Wort einzugehen. Und ich danke dir auch persönlich, dass du mir gezeigt hast, dass wir das nicht gleich mit großer Bühne machen müssen, sondern dass wir auch ganz einfach bei uns anfangen dürfen und ausprobieren dürfen, wie wir auch unsere natürlichen Gaben ausprobieren. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Menschen jetzt auch berufst und ihnen auch den Mut schenkst, einfach mal dir zu vertrauen und sich in ihren Bedürfnissen und Nöten und Fragen direkt an dich zu wenden und im tiefen Vertrauen zu dir, um Dinge zu beten. Ob es Finanzen sind, ob es Gesundheit ist, ob es andere Fragen sind. Herr, und ich bitte dich, dass du uns alle durch dieses Todestal des Wartens, wo Dinge noch nicht sind, die wir uns erwünschen, dass du uns da sicher durchführst, bis wir dein Licht sehen und merken, dass du wirklich unsere Gebete erhörst und dass du wirklich uns befähigst, Dinge zu tun in deinem Namen, die uns unmöglich sind. Vater, segne so die Gemeinde, mach uns mutig, füreinander und auch für uns selbst zu beten und mach uns mutig, Herr, auch das Unmögliche für möglich zu halten, denn dir sind alle Dinge möglich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.